Hallo und willkommen zurück bei Asterix und Obelix Caesars Challenge. Ich hätte fast XXL gesagt. Ich habe einen Kommentar bekommen und ich sehe es jetzt auch. Wir sind schon in Level 5. Und Level 5 ist das letzte Level. In Level 5 gibt es ja... Also, okay, es scheint nicht das letzte Level zu sein. Vielleicht gibt es hier nochmal einen großen Endkampf. Da ist ja noch eine Tür. Aber es ist kein Katapult. Oder waren da sonst auch Katapulte? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob hier immer so eine geschlossene Türen waren oder sonst Katapulte, die halt nirgendwo hingeführt haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Level 4 irritiert mich jetzt ein bisschen. Das muss das hinter der großen Schildkröte gewesen sein. Genau, hinter der großen Schildkröte war der Druide. Und dahinter war der große Rätselbereich mit der infernalischen Maschine. Und wir sind in der letzten Episode noch in Level 5 gesprungen, wo ich bei den Druiden sofort von Römern umzingelt war. Wir gucken mal, wir haben jetzt 29.000 Helme. Und da war ja auch gleich ein Händler. Und wir werden mal gucken, was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Sind das Lorbeerkränze? 24. Auf jeder Seite sind 4, 8, 12. Ja. Das sind die Lorbeerkränze. Scheinbar gibt es hier eine Belohnung, wenn man alle Lorbeerkränze hat. Ich hätte auch gucken können, ob ich 3 habe. Ja, ich habe 3. Okay, dafür gibt es auch eine Belohnung, die werde ich nicht holen. Und wenn hier diese Tür nicht aufgehen sollte nach dem 5. Level, dann ist hier auch das Projekt beendet. Ich werde nicht durch die Level durchgehen und irgendwie Sammelobjekte suchen. Sowas mache ich nie. Wir gehen jetzt in das 5. Level rein. Und wahrscheinlich muss ich sofort anfangen zu kämpfen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das hinhaut. Denn hier gibt es ja auch einen 2. Druiden. Aber man fliegt immer zum 1. Druiden als Checkpunkt. Und es soll wohl die Welt sein mit den meisten Kämpfen und der höchsten Kampfdichte. Wir sind gespannt. Wir haben ja jetzt allerlei Kombos. Hoffen wir mal, dass das irgendwie klappt. Und dass ich nicht sofort sterbe, das wäre super, wenn das irgendwie machbar wäre. Aber es sieht jetzt so aus, als wäre das hier tatsächlich ein relativ ruhiger Bereich, dass hier jetzt keine allzu dramatischen Sachen passieren. Hier sind zwar ein paar gedopte Legionäre, die mir hier mit einem Schlag wieder 4/5 Schild abgezogen haben. Oder ein 5/6 Schild. Weiß ich gerade nicht so genau. Schwer zu sagen, das war eben weniger. Vielleicht ziehen sie auch mehr ab, wenn ich in der Luft bin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ernsthaft nicht. Warte mal, hier. Bam. So, dann kriegen die nochmal aufs Maul. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns hier... Ach, komm doch mal. Dann hoffen wir mal, dass wir uns hier vielleicht nochmal heilen können. Ansonsten gucken wir einfach mal, was der hier... Oh nein. Jetzt geht es wieder los. Was hat der denn hier... Meine Fresse. Ich will da eigentlich nicht hingehen. Es sieht alles so sehr nach Ägypten aus. Ja, na schön. Wir kommen später wieder. Mann, das gibt's doch gar nicht. 38. Ah, scheiße, jetzt ist gerade mein Combo weg. Ach du lieber Himmel. Und jetzt kommt hier wieder die 1000er Musik, die ich so sehr mag. Wir gehen kurz hier hoch, weil... Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist gar nicht gut. Ich hätte wahrscheinlich den Combo gebraucht, den wir da eben aufgebaut haben. Weil ich weiß nicht... Boah. Okay. Oh nein, da war auch... Oh nein, da war ein großer Centurio. Da war ein großer Centurio. Und ihr wisst, was das heißt. Tod, Schmerz und Verzweiflung. Alter, wie viele! Okay, ich weiß nicht, wie ich... Ja, ich werde hier sterben jetzt. Das ist jetzt hier einfach das Herantasten, weil ich gerade nicht weiß, wo ich hin sollte mit meinem... Körper. Ich weiß nicht, wo ich hin sollte. Können wir vielleicht hier mal... Ja, jetzt hat's funktioniert. Ja, ja, guten Tag. Ich weiß. Lebenspunkte. 5 Lebenspunkte. Ein halbes Schild. Ein Schild. Guck mal, das sind nur 50 Punkte Unterschied. Wer würde denn ein halbes Schild kaufen? Tornado für 50.000. Das ist gar nicht mal viel. 50.000 ist nicht so viel. Und dann haben wir einen Tornado. Okay. Das wollen wir uns mal merken. Und einfach mal hier hingehen. Und jetzt gucken, ob wir das hinkriegen. Mit den 38. Weil... Alter. Ich habe nicht einen einzigen Schlag reingekriegt. Weil Problem ist halt, wir brauchen erstmal unseren Combo, um uns hier ein bisschen Luft zu schaffen. Aber hier sind überhaupt keine Legionäre. Alter, es sind überhaupt keine normalen Legionäre. Obelix hält die gerade ab, aber es hat nicht gereicht. Der wurde scheinbar eben besiegt von Obelix. Jetzt hält er sie wieder ab. Aber das ist halt immer so ein bisschen blöd, wenn Obelix mir die zuwirft,
Ist das eine schlechte Sache? Alter! Dann ist das eine schlechte Sache, weil ich sie dann mit einem einzigen Schlag besiege. Und dann kann ich ja kein Kombo aufbauen. Also es ist tatsächlich notwendig, dass wir gegen Legionäre oder gegen irgendwelche Gegner halt richtig kämpfen können. Ohne... Alter, die haben mich richtig... Die haben mich aus der unsichtbaren Wand rausgeschoben. Ich war buchstäblich auf der äußeren Seite und konnte nicht mehr zurück. Also es ist wichtig, dass ich jetzt gegen normale Gegner kämpfen kann, ohne dass sie mir Obelix zuwirft, damit ich ein Combo aufbauen kann. Es sind nur 38. Wenn wir erstmal ein Combo haben, dann sollte es eigentlich auch möglich sein, hier durchzukommen. Aber es ist wahnsinnig schwierig mit den ganzen gedopten Gegnern. Und seltsamerweise existiert die unsichtbare Wand nur dann, wenn ich versuche rauszuspringen oder wenn ich versuche reinzuspringen. Nicht aber, wenn mich ein Gegner rausschubst. Okay, ich werde hier weiterhin mein Glück versuchen auf dieser Seite, um zu gucken. Die positionieren sich aber halt so, dass sie... Die anderen kommen aber hier nicht hin. Die anderen Gegner folgen mir hierhin nicht. Und bisher wurde ich nicht getroffen, tatsächlich. Idefix, ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass Idefix den da schnappt, der von mir wegrennt. Weil das ist echt... Okay, jetzt haben wir ein bisschen bekommen. Seht ihr, die zählen auch gar nicht zu dem Kampf dazu. Die gehören gar nicht zu dem Kampf. Das ist jetzt so eine Sache, die können wir benutzen, um hier unseren Combo aufzubauen. Wenn ich das irgendwie noch hinkriege. Alter! Aber ist natürlich nicht so einfach, ne? Das ist eine ganz miese Kombination an Gegnern. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier irgendwie ein Katapult war oder sowas, der für uns ein paar Gegner besiegt hat. Das klang zumindest so. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch irgendwas anderes. Vielleicht habe ich mich auch verguckt oder verhört. Aber irgendwie kam mir das eben so rüber. Oh Gott. Deshalb, das ist eigentlich das, was wir jetzt hier haben, ist eigentlich der perfekte Grund, weshalb es im Originalspiel diese einfach zu besiegenden Römer gibt, um ein Combo aufzubauen, initial. Weil das ist hier, das würde ich fast als unmöglich abstempeln. Ich meine, es ist eine Mod. Niemand zwingt den Mod-Autor dazu, seine Mod machbar zu machen. Ne, das ist ja gar keine Voraussetzung. Der kann ja in seiner Freizeit machen, was er will. Das ist ja kein Produkt, was hier irgendwie verkauft wird. Aber jetzt haben wir hier schon mal einen wichtigen Aspekt, einen wichtigen Punkt. Und irgendwer rastet da extrem aus. Wir haben erstmal ein Combo, was ultra wichtig ist. Und jetzt sind die alle so weit weg, dass ich ihn verliere, wa? Das gibt's nicht. Warum? Okay, rechts ist ein Schild, das ist wichtig. Warum folgt mir denn keiner? Ich meine, eben habe ich mich doch gefreut, dass mir keiner folgt. Aber jetzt hätte ich es ganz gerne gehabt, wenn mir einer gefolgt wäre. Weil ich darf ihn nicht verlieren. Ich darf ihn auf keinen Fall verlieren, den Combo. Weil das war echt wichtig. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, ob die anderen Gegner, die wir da eben besiegt haben, die nicht zum Kampf dazugehörten, ob die respawnen oder nicht. Es könnte gut sein. Wir lassen den mal fallen, damit wir ihn richtig boxen können, anstatt ihn mit einem Schlag zu besiegen. Es könnte auch sein, dass die gar nicht respawnen. Dass die im nächsten Kampf schon wieder weg sind. Scheiße, ich muss es machen. Oh, es hat gerade so gereicht, aber ich bin tot. Combo ist weg. Schild ist weg, was? Das Schild ist weg? Nein, da ist es. Wie ich doch meine, wo war denn das Schild? Wir haben hier 26. Ich glaube, ich habe 12 besiegt. Kann das sein? 12? Ja, so ungefähr. Ist auch schwierig, wenn ich hier in der Luft bin und dann angreife, weil ich denn nicht so gut ausweichen kann. Denn ist er während der ganzen Schläge in der Luft und kann nicht wegspringen, was ein Problem ist. Das hier war vielleicht gar keine schlechte Taktik. Ich weiß nicht, was mit denen hier los ist. Warum die unbedingt so sehr in diese Richtung laufen wollen. Aber mir soll es eigentlich recht sein. Das ist gar nicht schlecht. Vielleicht hätte ich die lieber hier lassen sollen, dass ich die nicht hätte besiegen sollen, damit wir hier etwas haben, wo wir zurückkommen können, um unseren Combo wieder aufzubauen, wenn es nötig wird. Weil ich hab so das Gefühl, gegen die können wir unmöglich ein Combo aufbauen, ohne erstmal initial etwas zu haben. Alter! Ihr seht es natürlich nicht, was ich für Knöpfe drücke. Ah, jetzt habe ich einen Grad verloren, scheiße. Ich habe eben überhaupt nicht drauf geguckt. Aber wenn ich... Ah, jetzt kommen die und der Monster Centurio. Ihr seht es natürlich nicht, aber wenn ich in so einer Situation bin, wo alle auf mich einprügeln, dann versuche ich nur noch wegzuspringen.
Ich versuche wirklich gar nichts mehr irgendwie sinnvoll zu machen, sondern nur noch irgendwie zu entkommen. Und das war mir eben auch nicht vergönnt. Jetzt gehen wir hier nochmal rum. Und gucken mal, ob hier noch irgendwo Gegner sind. Jetzt haben wir nur noch 18. Wir haben also mehr als die Hälfte besiegt. Da guck mal, nur noch 18. In einem... In so einem Kampf. Richtig verzweifelt. Das gibt's ja gar nicht. Komm schon, kriege ich mit dem nochmal? Jawohl. Okay. Scheiße, Mann, die sind so weit weg. Und ich höre definitiv ein Katapult. Hier ist ein Katapult. Combo ist natürlich auch wichtig, weil man schnellere Schläge hat. Also ohne ist eigentlich nicht zu machen. Meine Güte. Okay, jetzt habe ich allen Combo aufgebraucht, den ich hatte. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass mir das irgendwie hilft. Aber das sind auch mehr als 16, die hier stehen. Ich habe fast das Gefühl, dass das nur für die unteren hier gilt. Dass das die eigentlichen 16 sind. Nur die großen und die Centurios. Dass die anderen, die von oben gekommen sind gerade, ihr seid definitiv mehr als 16 Leute. Okay, wir müssen das cheesen. Wir müssen es leider cheesen. Wie es aussieht, ist wirklich der Tornado-Kombo tatsächlich so wichtig, um irgendetwas zu schaffen, was mir auch geschrieben wurde. Aber ich war irgendwie der Meinung, wenn man den Tornado macht, dann kannst du ein paar hundert Gegner besiegen. Ich meine, wird das nicht irgendwann albern? Wenn der Tornado essentiell ist, dann machst du in jedem Kampf einfach nur den Tornado. Und das ist die... Warte mal, was ist das denn hier? Das ist ja wie von einer Repetierkanone. Sitzt da ein Römer auf einer Repetierkanone? So, also ich meine, wenn wir in jedem Kampf den Tornado benutzen... Alter, ich glaube, wir müssen ein Level zurück den Tornado verdienen. Ja, keine Chance. Ich glaube wirklich... Nee, das ist keine Chance. Ihr habt gesehen, wie lange ich versucht habe, hier zu cheesen und irgendwie irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Wie man hier kämpfen soll. Das fällt mir jetzt echt nicht ein. Will mir nicht in den Kopf gehen, wie das gehen soll. Deshalb speichern wir hier. So. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres möglich ist. Wir speichern hier, gehen hier raus. Und laden das nochmal. Um von mir aus in das erste Level zu gehen und da den Kampf zu machen. So. Und mit unseren jetzigen Kombos sollten wir da eigentlich auch die Höchstpunktzahl erreichen können. Das haben wir einmal gemacht und haben zumindest die zweiten Punkte, den ersten und den zweiten Herausforderung haben wir geschafft. Aber meiner Meinung nach kann man diese Herausforderung immer wieder spielen, um immer mehr Punkte zu bekommen. Und genau das werden wir jetzt einfach mal tun. So, dann müssen wir nur hier hingehen und sagen, ich möchte gegen euch kämpfen. Und, warte mal, war das hier? Ja doch, das war hier. Und mit unseren... Nein, das haben wir noch gar nicht gemacht. Dann kriegen wir 5000, wenn wir es komplett schaffen. Das habe ich noch gar nicht... Hier habe ich gar nicht weitergekämpft. Wir waren woanders. Egal, wir probieren es. 100. So, sind das normale Legionäre? Das sind normale Legionäre. Ach, mein Gott. Das sind ganz normale Legionäre. Das sind gar keine ungewöhnlichen. Guck mal, wie gut man hier durchkommt. Und wie schnell man hier ein Combo aufbaut. Und bam! Okay, so ist eigentlich das normale Spiel. Und wir sehen ja auch, ich habe die Herausforderung prinzipiell geschafft, habe aber nie irgendwie was dafür bekommen, weil ich gestorben bin, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und das war ja immer der Punkt, man muss ja überleben, bis die Zeit abläuft, ansonsten kriegt man die Punkte nicht. Aber selbstverständlich ist es hier mit Kombos sehr viel einfacher und überhaupt auch erst machbar. Und das sind natürlich genau die Gegner, die man braucht, um ein Combo aufzubauen. Na, das ist genau das, was in dem Kampf eben im fünften Level einfach gefehlt hat. Langsame Gegner, mit denen man den Combo aufbauen kann und die buchstäblich nur Kanonenfutter sind. Ah Gott, jetzt wollte ich... Ich will den hier als... So, den will ich nehmen, damit wir da nicht so hinterherlaufen müssen. Und jetzt probieren wir nochmal den und gucken, ob wir die erwischen. Die erwischen wir tatsächlich, das ist gut. So, ich habe natürlich keinerlei Ahnung, wie es jetzt mit der Zeit aussieht, aber den haben wir schon mal geschafft. 75. So, jetzt kommen die größeren. Das ist jetzt schon ein viel größeres Problem. Auf jeden Fall. Aber immer noch einfacher, als wenn man gegen eine Armee aus Centurios kämpft, ne? Siehe letztes Level. Alter!
Man darf sie trotzdem nicht unterschätzen. Mann, ey. Und das ist kein Wunder, dass die mich besiegt haben beim letzten Mal. Und ist hier nicht irgendwo ein Schild? Hier ist doch irgendwo ein Schild gewesen. Vielleicht habe ich das schon aufgesammelt, versehentlich. Ich meine, muss ja so gewesen sein. Weil ich habe jetzt kein Schild mehr. Okay. Und das fällt mir so schwer einzuschätzen, was die für eine Reichweite haben. Bei den normalen Gegnern kann ich es einschätzen, über die etlichen Jahre, die ich das gespielt habe. Aber hier, bei diesen gemoddeten Legionären, kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung. Am wichtigsten ist jetzt tatsächlich immer noch, dass ich überlebe. Das ist fast das Wichtigste, was jetzt hier in diesem Kampf vonstatten geht, damit ich überhaupt irgendetwas bekomme. So, und das war knapp. Ich dachte, der klappt nicht mehr. Oh Gott, das ist doch ein Bullshit, Mann. Ich schaff nicht mal die erste verdammte Herausforderung. Ich meine, dafür gibt es keine Punkte. Grundsätzlich nicht. Dafür gibt es keine Punkte, weil ich gestorben bin in der Zeit. Wenn ich einfach nur überlebt hätte, dann hätte das geklappt. Okay, das ist das erste Level und ich schaff die optionale Herausforderung nicht. Okay, wo war aber denn diese andere Herausforderung? Weil die da ist, meinte ich überhaupt nicht. Nee, die meinte ich nicht. Ich meinte die andere Herausforderung. Ja, hier, gleich beim Start. Ich muss doch gar nicht über das Wasser schwimmen. Gleich beim Start, die haben wir ja schon mal geschafft. Oder besser gesagt, ich habe überlebt. Und, habe die erste und die zweite Welle geschafft. Genau, da sind zwei grüne Lampen. Das hier hatte ich eigentlich gesucht. Das wollte ich machen. So, hier gibt es auch 10.000. Hier gibt es viel mehr. Na gut, das ist... prinzipiell ist es wurscht. Wenn ich einen schaffe oder wenn ich ihn halt überhaupt nicht schaffe, ist es egal. Also es ist egal, wie viel die letzte Stufe gibt, wenn ich die letzte Stufe nicht schaffe. Aber das hier erscheint mir ein bisschen einfacher, weil ich ja schon beim letzten Mal, wo ich nur den Maulwurf hatte, dennoch überlebt habe. Es könnte auch sein, dass ich eben einfach zu ungeduldig war, dass ich zu sehr darauf gespielt habe, dass ich... Alter. Zu sehr darauf gespielt, dass ich unbedingt alles schaffen wollte und deshalb ein bisschen rücksichtslos gespielt habe. Das könnte sein. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Und ihr seht schon, ich mache irgendwie nur den Fallhammer, weil das eine relativ gute Taktik ist oder ein relativ guter Kombo, einfach um sich ein bisschen Platz zu machen. Alter! Alter, Idefix, schnapp dir doch mal den, jawohl. So, das müssen wir mal machen hier. Diese verdammten Bogenschützen. Die sind immer mein Untergang. Und ich kann mich noch erinnern, dass die im Original überhaupt kein Thema waren. Die waren in richtigen Kämpfen echt selten drin. Die waren mehr so eine Arealgegner, die einen irgendwo runtergeschubst haben von irgendeiner Plattformpassage oder sowas. Aber die waren nie wirklich präsent in richtigen Kämpfen. Und dementsprechend kein Gegner, um den man sich hätte Sorgen machen müssen. 44. So. Den Kampf hatte ich beim letzten Mal gerade so geschafft. Und hatte gerade so die Belohnung dafür bekommen. Aber es hatte... kurz danach war dann der Kampf sofort vorbei. Das weiß ich noch. Es gab gerade den neuen Kampfriegel und dann war er plötzlich weg. Da war ich noch verwirrt, was jetzt passiert ist. Aber wenn wir jetzt hier wenigstens ein bisschen Geld bekommen, zumindest für die ersten zwei Wellen, dann wäre das gut. Alter, guck mal, man kommt überhaupt nicht vorwärts. Das war richtig Stunlock. Das hat auch gar nichts mehr damit zu tun, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe oder schlecht gemacht habe oder sowas. Das war buchstäblich ein Stunlock. Und da weiß ich nicht, wie ich da mit umgehen soll. Ich merke aber auch natürlich, wie in den allermeisten Spielen, dass ich die Zeitherausforderung einfach nicht mag. Dass es mir nicht gefällt. Ja, jetzt ist mein Combo weg. Dass es mir nicht gefällt, irgendetwas auf Zeit zu machen. Und dass ich mir viel lieber meine Zeit nehme und dann heißt es, okay, Herausforderung bestanden, hier ist ein Keks. Aber irgendetwas auf Zeit machen gefällt mir nicht. Und das trifft eigentlich für jedes Spiel zu. Ich glaube, ich habe nie ein Spiel gespielt, wo ich irgendetwas auf Zeit gerne gemacht habe. Und deshalb hasse ich auch so gut wie jedes Mario-Spiel. Weil die mich immer dazu zwingen, ein Level möglichst schnell abzuschließen. Und lass dir bloß keine Zeit und so. Und das passt mir nicht.
Weiß gar nicht, warum ich hier so tot bin. Ah, schon wieder Combo verloren. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Natürlich sind es noch vier. Vielleicht schaffe ich wenigstens die für meine Belohnung. Das wäre gut, wenn ich wenigstens... Mann, ey, es bleibt doch mal... Ach Gott. So, kurz stehen bleiben. Gebt mir mal den und den. Ich weiß gar nicht, warum hier keine Musik läuft. So, jetzt haben wir wenigstens die geschafft. Jetzt sind es 22 noch. Und jetzt sind es die Dicken. Und noch mehr Bogenschützen. Alter, der Mod-Autor weiß ganz genau, dass die Bogenschützen so gefährlich sind. Und man sie so sehr... Ja, null. Ich habe es gerade wieder so geschafft. Oh nein, warte mal. Oh nein, man kriegt die Belohnung nur einmal. Oh, scheiße. Man kriegt die Belohnung nur einmal. Ja, Mist, das wusste ich nicht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, man kann die immer wieder spielen, um das zu farmen praktisch. Aber die Belohnung gibt es nur einmal.